Mahlzeit, Leute, herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance und unseren Söldnern hier in Grandchienne. Wir starten heute direkt rein in einen Kampf. Diamantenlieferung steht mal wieder an. 12.000 Dollar und unser Bravo-Trupp wird das Ganze richten. Auf geht's. So, es regnet und wir haben... Wow. Das ist unser Einsatzpunkt hier. Na gut. Okay, dann da geht natürlich nicht viel. Wir gucken mal kurz hier durch. Waffe. Ja. Igor. Okay, wir sitzen, aber keine Granate mehr. Für Igor. Nein. Nichts dabei. Schade. Na gut, dann tja, Kalina, einen töten. Igor Dovich, ready. Ready. Machen wir mal so. What? Igor, hurry. Oh, schleichen wir mal. Der Feind kommt von hier oben, glaube ich. Da sind sie schon. Warte mal, wenn wir uns jetzt hier ablegen. Können wir jetzt mit Kalina... Können wir den Typ hier eigentlich schon... Ah, komm, schieß! 44, er lebt noch. Verdammt. Verdammt, der tatsächlich den Schuss hier überlebt. Aber das sind auch nur drei, ne? Ah, da drüben sind die anderen vier. Ready for action. Okay, ist das lautloses Töten? Nee, hat Igor. Ah, ist schon rum, lautlos. Yes. Scheinbar. Ready to shoot. 22. Oh, Target locked. Okay, tot. Igor Dovich. Dann Igor, den hier. Der lebt immer noch. Okay. Die sind aktuell noch nicht aktiv. Und die Jungs sind verborgen. Ich schaue jetzt gerade mal, haben wir hier... Haben wir hier noch Schalldämpfer am Start? Too much negative energy from our enemies. Ist das ein Schalldämpfer hier? Nö, ist nur der verlängerte Lauf. Aber hier ist einer drauf. Der könnte wechseln auf Schalldämpfer. Fidel hat definitiv keinen drauf. Und Steroid, ja, der hätte einen. Ja, pass auf, weil ich würde gerne, wenn wir die beiden noch lautlos ausschalten, dann hätten die hier nichts zu melden. They will hear nothing but the wind. Also, wir wechseln mal bei Tor. Be very, very quiet. Fidel is haunting enemy. So, wie schaut's aus? Kriegen wir hier einen lautlos Kill hin? Like a tree in the forest. Ah, 46. Ja, schwer verletzt.
aber leider keinen Kill. Und das wird jetzt wohl nicht reichen. Weil ich must kill. It is better to do it quietly. Of course the battle is going good. Kriegen wir noch einen Schuss mit 5? Kriegen wir noch einen raus? Wir kriegen noch einen raus, aber es ist leider nur ein, es wird wohl ein Streifschuss. Und das reicht nicht zum Töten. Fast tot. So, jetzt. Und wenn wir jetzt mit Fidel schießen und ihn töten, dann ist der Rest definitiv offen. Von daher, wir gehen hier hin und machen jetzt, legen uns ab und machen hier einen Overwatch. Und jetzt haben wir hier mal einen getrunken. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ging jetzt nur auf Ivan. Auf Igor. Und Igor hat vorher. Einen Schluck genommen, 25 Eifer bekommen. Und jetzt hat er ihm quasi nur den Eifer weggenommen und keine normalen HP. Gut. Wunderbar. Alpha kriegt hier einen Dings auf. Und wir sind in. Wir sind wieder im. Schleichmodus, ne? Why sneak up? As silent as a spirit in the woods. Just hold still, damn you! 44. Come on, shoot me! Okay. Right here. Hallo! Tja, hallo! My mind is focused, my body is relaxed. I move in hiding. Fidel! I see you! Be careful not to accumulate bad karma. Zwei Schwerverletzte, aber eben keinen Kill. What? Oh. I shall not make a noise. Kalina, kannst du von hier hinten tatsächlich auf einen schießen? Kanze, wir probieren's. Jawohl. Yes? Probieren wir auch. Vielleicht haben wir Glück. Not surprising that we did so well. Ja. It was all written in our horoscopes. Okay, ein letzter. No problem. Aber das ist ausgerechnet natürlich ein Grenadier. Und das ist nicht, das ist natürlich. Oh, ach, das sind zwei sogar noch. Okay. Shit. I sneak up. Na gut. Zwei Grenadiere. Ich hoffe, die hauen uns jetzt nicht irgendwie die Granaten direkt um die Ohren. Das war überschaubar. Oh. Naja. Kill them all and send them to hell. Keeping my head down. Okay. Ich hab's befürchtet. Aiming. Hab's befürchtet. Aiming. Oh fuck! Okay. When I was little, I would Kalina, hide everyone. Kannst du den hinteren treffen? Probieren wir auf den Kopf. Ja. Yeah. Okay. Dann können wir jetzt ran. Und dann sollte das auch kein Problem sein. Ach.
That's a so, great schwer idea. Verletzt. Kriegen wir jetzt hier den, den Fangschuss. Ja. Gut. All bad guys are dead? Na gut. What else can Fidel shoot? Die eine Granate hier, die war jetzt ein bisschen ärgerlich, wobei man es, ja, sehr ruhig, zwei Verwundungen. Tor. Wir heilen mal. Na. Und los. Ach, den kann er, ach. Den kann er gar nicht verbinden. Was macht er denn? Hä? Irgendwie hängt er gerade. Hallo? Ach, das ist Pau. Ich hab pausiert. ja. Gut. Muchas gracias. Fidel Pello back. Next person I kill, I tell everyone you did it. Und natürlich noch ihn selbst. Und dann bleibt eigentlich nur noch hier die Diamanten zu holen. 12.000 direkt verkaufen. Erledigt. Wunderbar. Mehr ist hier nicht zu holen. Dann verlassen wir diesen Ort auch sofort wieder. Und versuchen... Wir versuchen noch hier hinzukommen. Ich glaube, wahrscheinlich klappt es nicht. Wahrscheinlich sind die auf dem Schiff über den Schiffweg schneller. I'm here. What the hell am I supposed to do now? Wer weiß. Ja, na, und sie fahren durch. Sie fahren durch. Ich hab das befürchtet. Das heißt, ja, wir haben jetzt können gegen die jetzt nichts machen. Wir müssen hier unten auf unsere gut ausgebildeten Milizen hoffen in diesem Außenposten da unten. Also wenn ich es einem Trupp zutraue, dann natürlich den Jungs hier in G10 oder auf G10. So. Dann bewegen wir jetzt alle hier rüber. Und hier kommt es zum Kampf. Automatisch auflösen. Alle 8 überlebt. Alle 8 überlebt. Die Jungs sind echt brutal stark. Jetzt sind es 6 Elite-Milizen und 2 Veteranen. Wunderbar. Wer hat sie ausgebildet? Na? So, gut. Alle in Trupp, alle hier jetzt. Und das heißt, das nächste, was wir jetzt angehen werden, ist das Flüchtlingslager. Wir müssen allerdings hier wieder das Spielchen machen mit dem, das Ganze zeitlich koordinieren. Und zwar, das sind jetzt unsere 3 Trupps. Wir werden einmal kurz hier noch reingehen. Wir werden Igor jetzt hier rüberziehen, dass er mit Ivan zusammenarbeitet. Wolf und Fox haben wir schon. Und dann müsste das so passen. Wir haben einen Stufenaufstieg bei Thor. Den schauen wir uns mal an. Und wir könnten... Verursacht 10% mehr Schaden pro Verletzung. Führt einen unterbrechenden Angriff mit Feuerwaffen aus, wenn während des gegnerischen Zugs erheblicher Schaden... Ja, Vorhut. Erhalte 15 Eifer. Wenn du am Ende des Zugs keine Deckung hast, erhalte 15 Eifer, wenn du am Ende des Zugs direkt neben einem Feind bist. Es sind quasi, diese Eifer sind, ist nichts anderes als 15 temporäre Trefferpunkte, die uns nicht wehtun, in Anführungszeichen, weil sie keine Verletzungen bringen. Also wenn wir diese 15 dann weggeschossen bekommen, dann passiert uns erstmal wieder nichts, dann sind wir danach wieder auf 100%. Erhöhte Gratis-Bewegungsreichweite zu Beginn einer Runde, wenn du in Deckung bist. Blitzschnelle Reflexe. Wieso haben wir denn...
Ach so. Ah, wir brauchen noch einen Weisheitsdings, um hier reinzukommen. Mhm. Und hier oben wäre es 3 Gesundheitsvorteile bräuchte er da. Wir nehmen bei Tor Stürmen. Erhöhte Gratisbewegungsreichweite. Gefällt mir bei ihm. So. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch an und planen den Angriff. Als erstes gehen wir mal durchs Inventar und schauen die Trupps durch. Scharfschütze. Also, können hier auf jeden Fall mal ein paar wichtige Sachen hier rüberlegen, damit alle Trupps Zugriff drauf haben. .762er NATO Standard. Panzerbrechend. Laden wir. 5 Schuss. Und dann können wir das irgendwie, warte mal, wie machen wir das? Steuerung. Aufteilen. Barry. Ja. Nochmal 5 Schuss. Passt. Meltdown. Famas. Sie schießt aktuell mit Leuchtspur, das ist Quatsch. 556er haben wir nichts. Wobei doch gut, getroffene Feinde sind ungeschützt und verlieren die Vorteile von Deckung. Ist auch nicht so schlecht. Mehr 556er Geschichten haben wir hier nicht, aber wir können mal in den anderen Trupp reingucken. 556. Ja, guck mal, hier gibt es panzerbrechende 556. Schuss. Eis. Eis hat entweder diese Pumpgun hier. Schrotsalve mit Treibspiegel fügt Blutung hinzu. Höhere Reichweite, schmaler Angriffskegel. Sehr niedrige Reichweite, verbesserter Rüstungsdurchschlag, verhindert Streiftreffer, fügt unterdrückt hinzu. Das ist natürlich auch fett, aber das sind nur. Was hat er da drin? NATO-Standard 762. Hätte ich gerne panzerbrechend. Hä? Ach, das ist WP. Das ist die NATO, okay. Ah, das sind nur 15. Nochmal ein anderer Druck. Wird schwierig. Wird schwierig, alle mit panzerbrechend auszurüsten. Aber wir gucken mal. Eis. Ja, ist auch NATO. Fox meine ich. Livewire. 9 mm. Ja gut, auf die 9 mm macht es ja, glaube ich.
Zweihändig. Lange Salve. Können wir damit mittlerer Genauigkeitsbonus, Salve, lange Salve und Vollautomatik feuern mehr Schüsse ab. Größerer Überwachungskegel. Ich glaube, das werden wir. Wir werden hier, das Ding soll als Überwachungswaffe dienen. So, WP kommt da rein. Das ist die hier. Panzerbrechend. Und unser Wolf. Ja, schießt auch Leuchtspur. Ja, machen wir mal. Kriegen wir eh nicht mehr rein. Steroid. 44er. Da haben wir Schockmunition. Aber wir haben auch Panzerbrechend. Allerdings nur 4 Schuss. Hohe Crit-Chance, Hohlspitz, hohe Crit-Chance, fügt Blutung hinzu. Ah, guck mal, hier ist Panzerbrechen, 12 Schuss. Die nehmen wir. Panzerbrechend. So. 9 mm. Haben wir da auch was? Panzerbrechend. Alpha. Warschauer Pakt. Sind bloß noch 13 Schuss. Nö. Kalina. Sie hat Panzerbrechend. NATO. 5. Das ist die hier. Weitere 5 Schuss steckt sie einfach mal ein. Gut. Und Fidel 556er. Davon ist halt nicht mehr wirklich viel da. Da ist nicht mehr viel da. Tja, okay, die kriegen wir jetzt also nicht. Doch, 556er. Ja. 15 Schuss. Na, warten wir mal. Nee, das bringt, glaube ich, nichts. Dann geben wir ihm Leuchtspur. Beziehungsweise, na, kein Rüstungsdurchschlag ist halt, bringt halt nichts, ne? Gut, man kann natürlich auf Körperstellen schießen, die dann vielleicht ungeschützt sind. Ah, komm. Probieren wir es mal. Wir geben ihm. Oder bin ich jetzt falsch? Ach nee, es ist 556. Da haben wir nur die beiden. Okay.
Das bringt also keine besondere Munition für ihn. Haben wir hier noch irgendwie 5-5-6er? Ein paar Schuss sind noch da. Aber das bringt es jetzt auch nicht wirklich. Ne, dann bleibt er auf Standard. Dann sind wir jetzt aber mit zwei Trupps durch. Wie sieht's denn mit Granaten aus? Das gucken wir uns dann gleich an. Und hier waren wir noch. 7,62er. Jawohl, Panzerbrechend, der war wichtig. Larry. 7,62er NATO. 18 Schuss noch. Ja, weiß nicht, ob ich das Larry... Vicky. Muss auch nicht sein. 7,62 WP. Und Igor. 5,65. Geben wir bei Igor auch nochmal die, wenn wir sie noch haben, die Leuchtspur. Ah, sind nur zwei Schuss. Nee. Bleiben wir auch bei der normalen. So, wir haben Granaten. Eine bei Vicky. Das ist bei Sprengstoff 28 Quatsch. Larry hat nur einen Molotow-Cocktail. Hitman hat 5 Granaten. Das sollten wir natürlich ein bisschen verteilen hier, oder? Gehen wir das Ding hier, Larry. Fidel. Die hier. Und Barry. Ja, Barry hat seine Hohlladung. Sehr schön. 10 Stück, da kann er aber auch noch welche abgeben. Machen wir mal 5-5. Da kann er noch 5 Stück an Alpha oder so abgeben. Der auch noch einigermaßen gut Granaten werfen kann. So, aber jetzt brauchen wir noch jemand, der mit einem richtigen Bums loslegt. So. Den Granatwerfer RPG 7. Und dann sind wir, glaube ich, soweit aufgestellt. Jetzt gucken wir mal einen Blick auf Meltdown. Kriegt noch ihr Maschinengewehr. 7,62er NATO. 18 Schuss ist natürlich, das ist mal Standardkaliber reinmachen. Das bringt ja nichts sonst. Das ist eine Friemelei hier, die mir überhaupt nicht gefällt. Vor allen Dingen, wenn jetzt, du hast drei Trupps, die sind im gleichen Sektor. Und jeder hat eigene Truppvorräte mit der Munition. Das ist ein extrem dämliches Rumgefriemel. Das gefällt mir nicht. Das könnte man irgendwie besser lösen. So, wo ist jetzt die... Gut, 97 Schuss, rein damit. Jo, So, wir haben
Wir haben jetzt noch Gasmasken. Die werden wir hier eventuell auch brauchen. Wie viele Gasmasken haben wir? In diesem Trupp keine. Eine. Ist nur eine dabei? Ernsthaft? Zwei. Drei. Okay. Oh, Ivan kann gar keine aufziehen. Ivan zieht das Ding ja nicht aus. Schützt gegen Kapitalismus. Ja, dann. Ja, dann. Dann musst du sie natürlich auflassen. Wem geben wir die Gasmasken? Die drei. Da gehen wir sie Fidel, der vielleicht auch noch eine Nummer aggressiver spielt, ja. Tor, Alpha und Fidel mit dem Ding, okay. Gut. Da ist noch eine Gasmaske. Eine bom. Geben wir Wolf noch eine. Okay, gut. Dann glaube ich, haben wir jetzt soweit den Trupp zusammen oder die Ausrüstung zusammen. Wir gehen so rein in die ganze Nummer. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird, ob wir jetzt gut genug ausgerüstet sind für die Sache. Jetzt heißt das Ganze kurz zu timen. Und zwar, ihr seht es hier, 5 Stunden 48 braucht der Alpha-Trupp. Oder bräuchte der Alpha-Trupp. 4 Stunden 22. 4 Stunden 30. Also dann muss der Alpha-Trupp als erstes loslaufen. So, wann haben wir jetzt, was haben wir jetzt als Ankunftszeit? 4 Stunden 48. Wenn die jetzt loslaufen, 4 Stunden 30. Ich weiß nicht, ein bisschen Zeitversatz darf, glaube ich, sein, aber nicht zu viel. 22, wie lange werden wir hier drauf drücken? Wie viel Zeit läuft dann? Vier Stunden 30. Los geht's. 4 Stunden 22. Das sollte eigentlich passen. Wir werden es morgen sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt geht's los. Flüchtlingslager. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr das Let's Play von Beginn anschaut. Ich habe das Flüchtlingslager einmal gemacht oder versucht damals, nachdem wir hier oben, glaube ich, irgendwo freigekämpft hatten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir da waren. Hier oben. Und keine Chance gehabt. War ein kompletter Squad-Wipe. Wir waren da einfach extremst unterlegen der Sache, die da jetzt auf uns wartet. Aber ja, mit drei Trupps und der Ausrüstung, die wir jetzt auch verteilt haben und vor allen Dingen auch mit der Munitionsart, die wir verteilt haben, fühle ich mich gerüstet. Wir gehen es morgen gemeinsam an. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Bis dahin, haut rein. Tschö, tschö.